So, hey und herzlich willkommen bei Implantalk. Heute die lang erwartete Folge aus Berlin, aus Dentiland mit Dr. Anne. Ihr wisst, wir waren vor einiger Zeit in Berlin und wir haben dort natürlich ganz viele Sachen hintereinander gedreht und deswegen haben wir gesagt, wir machen heute nochmal ein geiles Intro, wo wir euch sagen, was passiert. Wir waren nämlich bei Anne. Anne ist Zahnärztin und sie hat Deutschlands erste Märchenzahnarztpraxis aufgemacht und ihr werdet nicht glauben, was ihr dort sehen werdet. Wir haben die komplette Tour, die gesamte Praxis. Ihr warum? Warum ist sie Kinderzahnärztin geworden? Was steckt hinter Dentiland? Und vor allem, was haben wir dort von ihr gelernt? Habt ihr Bock drauf? Alles klar. Ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, let's go! So, wir sind jetzt knapp eine Dreiviertelstunde gefahren und sind jetzt hier bei der Praxis von der Anne angekommen, Dr. Anne. Und hätte ich gar nicht so gedacht, dass das so ein modernes Gebäude ist. Ich habe die Praxis ja bisher echt nur von innen gesehen. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein. Die Mädels sind schon drin, weil es ist echt kalt draußen. Und ja, ihr dürft gespannt sein. Dann lasst uns mal losgehen, oder? Hallo, liebe Anne. Hallo. Grüß dich. Hallo, Prinz Charming. Hallo. Guten Abend. Prinzessin. Ja, wie geht's dir? Mega. Schön, ich freue mich, dass Was du hier bist. Was hast du für ein geiles Märchenschloss hier hingesetzt? Danke dir. Danke. Der absolute Hammer. Komm, ich zeig's dir. Ja? Lass uns eine Tour machen. Gerne, für euch, gerne. Hier haben wir eure unfassbar geile Anmeldung. Es ist keine Anmeldung, es ist eigentlich... Es sind ganz viele Märchenbücher eigentlich und es ist so ein bisschen die Geschichte von Dentiland und ja. Warum das überhaupt entstanden ist. Das habe ich da aufgeschrieben. Der Hammer. Und dieses Buch, dieses Märchenbuch, da hast du ja einen kleinen Text hingeschrieben. Genau. Und der ist deine kleine Story in Kurzform, ne? Das stimmt, genau. Da steht, ein kleines Mädchen hat sich aufgemacht und hatte einen Traum und hat allen Mut zusammengenommen und hat dann eine Märchenpraxis aufgemacht. So ist es. Und diese Story erzählen wir euch heute. Ihr kriegt die volle Tour, wir gucken uns die gesamte Praxis an und ihr werdet erfahren, was Dr. Anne oder lieber Anne? Ach, einfach Anne. Anne. Einfach was Anne dazu bewogen hat, die Dinge so zu machen, wie sie gemacht hat. Und sie hat alles ganz anders gemacht als normale Zahnärzte. Mega. Es ist alles auf Kinder ausgerichtet. Hier gibt es nichts, was auf irgendwelche Erwachsenenzahnmedizin hindeutet. Das stimmt. Und diese Konsequenz in so einer Praxis habe ich noch nicht gesehen und ihr dürft echt gespannt sein. Ihr kriegt gleich richtig geile Highlights und erfahrt das Warum hinter Dentiland. So, liebe Anne. Ich glaube, wir beginnen mal unsere Tour, oder? Seid ihr gespannt, was euch hinter dieser Tür erwartet? Leute, das wird krass. Und zwar ist das unser Wartebereich. Dieser Schrank übrigens, das bin ich total stolz drauf, den haben wir extra gebaut für Dentiland. Das ist der Schrank aus Narnia, Chroniken von Narnia. Ja. Und da geht man durch den Schrank in eine Märchenwelt. Kommt herein. Ihr seht direkt die Prinzessinnenkleider links und rechts. Und erzähl doch mal, Anne. Was habt ihr euch bei diesem Raum gedacht, die Geschichte hinter diesem Raum? Also ihr wisst ja, ich bin eine totale Öko-Tante. Und ich wollte einfach etwas machen, was Kinder runterbringt und irgendwie an Natur erinnert. Und deshalb habe ich mir überlegt, ich möchte einen Märchenbaum haben und ich möchte das Gefühl haben, die Kinder wären in der Natur. Und habe deshalb hier einen Teppich auch gewählt, der so an Rasen erinnert. Und wenn ihr jetzt in dieses Baumkino mal reingeht, dann ist das wie ein Traum aus Tausend und einer Nacht. Da drin ja. ist ein kleiner Baldachin. Und hier laufen normalerweise Entspannungsvideos aus der Natur, einfach um die Kinder wirklich zu entspannen und zu beruhigen. Und es ist total gedämpft, idyllisch. Ich komme selber total runter hier. Total. Wir legen uns, also Martin und ich, wir legen uns hier manchmal entspannen einfach und sind ja. wirklich einfach mal relaxed. Und ich habe hier immer Duftlampen drin, die einen bestimmten Duft ausstrahlen, der so ein bisschen holzig, zitrusmäßig ist. Ja. Und das nachweislich beruhigend auf Kinder wirkt das. Ne? Also Hammer. Also ich muss auch einfach sagen, wenn du hier bist, dann hast du sofort so dieses Gefühl, so ein bisschen behütet zu sein. Mhm. Du brauchst keine Angst haben. Hier passiert nichts Schlimmes.
Und das ist ja das, was für Kinder ganz, ganz wichtig ist. Kinder haben vor allem Angst vor dem Unbekannten. Richtig. Und wenn du sie abholst und sie fühlen sich wirklich verstanden total. Und auf der anderen Seite total behütet, dann hast du eine viel höhere Zugänglichkeit. Ne? Und weißt du was? Es erinnert einfach nichts an den Zahnarzt hier. Ja. Es erinnert auch nichts an den Arzt oder an irgendwie ein Krankenhaus, sondern es ist einfach, es hat was mit einer Märchenwelt zu tun. Und ja. Genau, deshalb fand ich das eigentlich ganz süß. Und ich habe ganz, ganz tolle Mädels und die hatten auch ganz süße Ideen. Zum Beispiel, wenn ihr da mal hinschaut, dann ist da einmal auch die Wohnungseingangstür von einer kleinen Hausfee, die da ist. Und das Gleiche werdet ihr auch später nochmal wiederfinden. Also bei uns wohnen auch Elfen und die sind da zum Beispiel zu Hause. Und was total niedlich ist, die Kinder bekommen von uns ja einen Tag vorher einen Anruf. Und wir freuen uns immer, sagen wir, wenn die Kinder auch verkleidet kommen. Das heißt, unsere Patienten sind ganz häufig Elsa oder andere Prinzessinnen oder auch Superhelden. Und du merkst, wenn die Kinder ein Kostüm anhaben, fühlen sie sich auch viel selbstbewusster und sicherer und auch viel wohler. Ja. Und das ist auch wirklich so ein Gamechanger gewesen, dass wir sagen, hey, komm doch auch verkleidet. Hast du, wir wollen dich ja auch ein bisschen persönlich kennenlernen. Ja, gerne. Was ist denn damals so die Entscheidung? Warum hast du dich dazu entschieden, eine Märchenpraxis zu machen? Was war so der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss das jetzt machen? Du, ich war immer irgendwie so ein Querulant und immer irgendwie so jemand mit dem Kopf durch die Wand. Ja. Und ich habe mich immer ganz schnell gelangweilt, wenn ich irgendwas gemacht habe. Auch in den anderen Praxen, ich habe mich einfach immer schnell gelangweilt. Und ich war vor 2 Jahren in Disneyland und habe dann auf dieser Main Street gestanden. Mhm. Und da lief auch so eine Disney-Musik und dann lief da Mickey Mouse und so ein Umzug. Und ich habe wirklich vor Freude einfach geweint, weil ich so glücklich war, dass ich in Disneyland stand und habe die ganzen Kinder gesehen, die so gestrahlt haben. Und in dem Moment habe ich mir so vorgestellt, stell dir mal vor, so ein palliativ und sterbenskrankes Kind würde in so einer Umgebung genesen. Und sein Arzt wäre nicht ein Arzt in einem Weißkittel, der keine Zeit hat, sondern wäre eine Mickey Maus, die einen Zaubertrick zeigt. Ja. Und dann dachte ich, oh, wie toll wäre denn das? Und mein Mann hat zu mir gesagt, du weißt ja was, dann mach das doch einfach. Und dann dachte ich mir, ey, das, wie willst du denn das machen? Und dann habe ich einfach angefangen mit einer Kinderzahnarztpraxis. Und das andere Projekt, habe ich dir ja schon mal erzählt, steht immer noch aus und da sind wir jetzt dran, dass wir das auch wirklich bauen. Ein richtig großes Dorf in einer Märchenoptik für Kinder. Wahnsinn. Mhm. Also das war so dein Erwachensmoment, dein Warum, was ist da geboren worden? Mhm. Und 2 Jahre ist nicht viel. Also du hast richtig Gas gegeben, dass in 2 Jahren hier, diese, oder weniger als 2 Jahre eigentlich, diese Praxis steht. Ja, Chapeau. Vielen Dank, kann ich ja nur zurückgehen bei dir. Ja, dann lass uns doch mal weitergehen. Gerne, kommt einfach mit, ich zeig's euch. Es gibt hier noch richtig viel zu sehen. Geh doch mal vor, du bist die Hausprinzessin. Und ich folge dir einfach. So, ihr lieben Mäuse, dann seht ihr hier einmal unser Märchenschloss. So soll das nämlich eigentlich auch sein. Also wir wollten hier ein Feeling erzeugen, dass die Kinder, wie gesagt, nichts gewillt haben, sie sind in einer Zahnarztpraxis, sondern in einem Märchenschloss. Und jetzt zeige ich euch mal eins meiner absoluten Lieblingszimmer. Das ist der Simba. Und im Simba machen wir Zähne sauber, erklären ganz viel über gesunde Ernährung. Hier finden vor allem Beratungsgespräche statt und wie gesagt die Prophylaxemaßnahmen für Kinder. Und es gibt noch ein Feature. Ja. Komm, wie funktioniert das? Ja, gerne, gerne. So? Ja. Und jetzt kann ich hier. Geht das so? Sieht man das? Ja, wenn du drauf drückst, warte. Ah, jetzt du so. Du kannst so drücken und dann bewegen sich die Ohren. Ist geil, oder? Ja. Sehr gut. Genau, und das, also das ist eins meiner Lieblingszimmer, alleine schon wegen den schönen offenen Fenstern. Und einfach, weil ich so naturverbunden, wie gesagt, ich bin eine Öko-Tante. Ist einfach so. Kommt mit, ich zeige euch das nächste Zimmer. Und zwar ist es so, wenn die Kinder bei uns nach einer großen Operation aufwachen, dann wollte ich einen Raum schaffen, der irgendwie so ein bisschen an das Weltall erinnert und einfach so traumhaft ist. Und deshalb haben wir hier, ich mach's mal an, schaut mal mit rein. Ist ein bisschen dunkel, aber vielleicht könnt ihr es erkennen. Wir haben hier immer einen Sternenhimmel, der leuchtet. Das heißt, die Kinder wachen unter einem Sternenhimmel auf. Auch hier haben wir ein bestimmtes Aroma, was dann die ganze Zeit ausgestoßen wird, was einfach den Kindern Entspannung bringt. Die sollen hier entspannt aufwachen und die sollen nicht irgendwie in einer kalten, blöden Atmosphäre aufwachen nach einer OP. Und mal so eine Frage, wenn die Kinder den Raum so sehen, nehmen die das dann so sofort so an? Oder ja, habt ihr manchmal Probleme und die sagt, schlafen ja, die kommen ja hier schlafend rein. Ah, die kommen schlafen rein das und wachen heißt, dann auf? Die wachen hier in diesem Zimmer auf und wachen dann, das fühlt sich eher an wie ein Kinderzimmer, habe ich das Gefühl, für viele. Ja. Also ich hatte noch nie den Moment, dass Kinder irgendwie gemeckert haben und gesagt haben, wo bin ich denn hier? Sondern das war wirklich, die haben kuschelt hier, bringen immer die Eltern mit von zu Hause und schmusen dann hier. Und so nach einer halben Stunde sind die einfach fit und können wieder nach Hause. Von wie viel bis wie viel behandelt ihr die Kinder? Also ich habe letztens mal in meinem Controlling geschaut und die Hauptzielgruppe ist von 2 bis 6. Von 2 bis 6? Die Hauptzielgruppe. Aber wir haben auch Patienten, die 17 sind.
Ne? Ja. Das sind aber total die Ausnahmen. Ja, ja, habe ich mir schon gedacht. Ja, das Konzept ist auch wirklich vor allem für junge Kids gedacht, die schon schlechte Erfahrungen beim Zahnarzt gemacht haben und die sagen, hey, ich lege Wert auf eine wirklich hochwertige Behandlung und möchte, dass mein Kind mir ganz viel Zeit und liebevoll behandelt wird. Die sind hier richtig. Genau, cool. Komm mit, ich zeige dir das nächste Zimmer. Na dann, geht's weiter, oder? Manche Kinder können nicht wach behandelt werden. Die benötigen eine sogenannte Lachgasbehandlung. Und da haben wir uns überlegt, das wäre doch smart, ein Taucherzimmer zu machen, weil die Lachgasmasken ja diese Nasenmasken sind. Ja. Und deshalb haben wir... Kommt mit uns mit in die Unterwasserwelt. Ein Nemo-Zimmer gemacht. Und in diesem Nemo-Zimmer bekommt man, wie gesagt, immer eine Tauchermaske auf. Und hier werden die Lachgasbehandlungen durchgeführt. Ne? Und genau. Das Schöne ist, ihr plant ja hier noch was, ne? Ihr wollt ja an der Decke noch was machen, dass man sich hier so... Hier wird noch eine Angel runterkommen und da hängt ein Fischi dran und so Unterwasserbubbles. Also ich glaube, dieses Projekt wird nie zu Ende sein, weil wir immer wieder neue Ideen finden. Zum Beispiel kommt da auch noch so ein Schiffsruder hin. Ich glaube, das wird einfach immer weitergehen. Und dann hat man natürlich auch die dementsprechende Audio-Untermalung, ne? Dass man dann so Wassermusik und es gibt auch Galaxy-Lampen, die machen an die Decke, machen die so ein Wellenspiel und das machen wir auch. Also da kommt eine Galaxy-Lampe, die dann sozusagen Wellenspiel an die Decke bringt. Die berührt alle Sinne. Genau, genau. Und das Tolle ist, und deshalb ist es für die Kinderzahnerkunde so wichtig, wenn du die Kinder einfach ablenkst, das ist der große, große Trick, dann ist für die die zahnärztliche Behandlung überhaupt nicht schlimm, denn wir können mittlerweile schmerzfrei behandeln, wir können mittlerweile total angenehm behandeln und es geht eigentlich nur darum, die Kinder davon abzulenken, diese Maßnahmen überhaupt mitzubekommen, die Gerüche, die Geschmäcker, was auch immer. Ne? Man könnte fast meinen, du hättest einen unfairen Vorteil mit dieser Praxis. So, ihr Lieben, dann dürft ihr weiter mitkommen. Ja. Ich zeig euch mal, ist auch eins meiner absoluten Lieblingszimmer und zwar ist das richtig schön. Die Cinderella. Hier drin sitzen wir mit den ganz, ganz kleinen Kindern, die noch nie beim Zahnarzt waren zum Beispiel. Die können dann hier an dem Schminktisch zum Beispiel sich schminken. Ich mach mal zu, sonst geht's die ganze Zeit. Genau, hier laufen auch Entspannungsfilme für die Kinder. Hier finden die Beratungen statt. Auch hier seht ihr wieder eine Tür einer kleinen Fee, die wir hier untergebracht haben. Und genau. Und als Prinz Charming sitzt es sich auch ganz gut hier. Moreno Pisano ist es, kann ich nur empfehlen. Super Möbeldesigner. Sehr bequemes Sitzgerät. Super, finde ich auch. Sehr entspannt hier. Und ich mache hier ehrlicherweise auch manchmal Pause. Einfach mal, wenn man mal zwischendurch mal runterkommen möchte, dann kann man hier super entspannt sitzen. Also ist auch eins meiner Lieblingszimmer, muss einfach ich sagen. Einfach mal runterkommen. Ja. So, ihr Lieben, lieber Stefan, was kann ich dir denn noch zeigen? Weiß ich nicht. Sollen wir noch mal schauen, eventuell in die Mitarbeiterräume? Das ist, glaube ich, interessant. Ja, interessant. Die sind aber noch nicht fertig, aber ich zeige es euch nicht trotzdem. Fertig. Ja. Kommt mal mit. Also ich glaube, der Steri ist relativ uninteressant, Der ist, glaube ich, der ist überall fast gleich. Ich glaube selbst auch, hier habt ihr ein bisschen besondere Sachen, aber ich glaube, das fand ich... Ja, Olaf, natürlich, das Olaf-Zimmer. Das ist ja dein Zimmer, ne? Ja, genau, das ist mein. Das ist ja das absolute... Prinzessinnenzimmer, genau. Sag ich mal. Hier bei euch sind aber alle Prinzessinnen. Das stimmt. Hier finden die Operationen statt. Hier bin ich die meiste Zeit in dem Zimmer. Da seht ihr einmal für die Narkose schon das Gerät. Das ist schon vorbereitet. Da hinten steht mein Mikroskop. Ihr seht hier ausnahmsweise zwei Bildschirme. Und zwar liegt es daran, dass oben die Kinder Fernsehen gucken können, ihren Lieblingsfilm. Und hier wird das Bild des Mikroskops übertragen. Das heißt, die Eltern können real life mit einer 3D-Brille wirklich zugucken, was ich im Mund des Kindes mache. Und die kann aber auch sehen, wenn zum Beispiel irgendwo ein Loch ist. Ich kann das halt direkt in so einer Größe zeigen. Die Eltern müssen ja auch mitziehen. Das ist ja auch häufig das Problem. Weil wenn Kinder mit einem schlechten Zahnstatus eben kommen, ist das Problem auch nicht immer nur beim Kind, sondern es ist natürlich auch die Erziehung und die Eltern müssen ja auch erzogen werden im Bereich Kinder- und Zahnheilkunde. Ehrlicherweise auch die Zahnarztangst ist in 50% der Fälle von den Eltern ausgehend. Also ganz häufig ist es so, dass die Eltern zu uns kommen und sagen, ich bin selber schlimmer Angstpatient und meine Tochter macht den Mund nicht mehr auf. Und dann weißt du eigentlich schon, wo der Hase läuft. Ja. Und auch so ein großes Mysterium, womit ich gerne aufräumen würde, ist, wenn ihr mit euren Kindern zum Zahnarzt geht, dann sagt bitte nicht, hab keine Angst und es wird nichts passieren. Denn tatsächlich wird eine ganze Menge passieren. Wir gucken ja die Zähne an, das sind ganz viele verschiedene Eindrücke. Vielleicht machen wir sogar Zähne sauber. Deshalb ist es total
total smart, ehrlich zu den Kindern zu sein. Ja, es ist in Ordnung, wenn du Angst hast. Ist gar kein Problem. Ich werde für dich da sein und ich werde dich die ganze Zeit unterstützen. Und wir machen nichts, was du nicht möchtest. Das kann man sagen. Genau. Ne? Man darf nicht lügen, weil man hat einmal Vertrauensvorschuss bei einem Kind, wenn man Glück hat. Richtig. Und den darf man auf gar keinen Fall verspielen, weil die Kinder merken sich das. Richtig. Und dann beim nächsten Mal glauben sie es einem dann nicht mehr. Richtig. Das sind auch so Sachen in der Behandlung, wenn man sagt, nur noch 5 Minuten, noch 5 Minuten, dann dauert es halt noch eine Stunde. Ich denke gerade bei euch, ihr habt ja so schwierige und große Fälle. Du musst einfach knallhart ehrlich zu dem Patienten sein. Ja. Das wird ein schwieriger Prozess. Ja. Wir schaffen das aber zusammen. Aber wir sind an deiner Seite, an ihrer Seite. Und wir begleiten euch. Wie beim Kind, so beim Erwachsenen. Ja? Ja. Erwachsene sind einfach nur große Kinder. Ja. Ne? Nichts voll. Anderes. Absolut. Genau. Also hier unser Olaf. Der liebt Umarmungen. Und dann gehen wir mal rüber. Ich gehe mal mit euch einmal außen rum, ihr Lieben. Genau. Hier ist übrigens unsere Fotoecke. Also die meisten Bilder, die ihr bei uns auf Instagram seht, entstehen immer hier. Und hier warten auch die Eltern, wenn die Kinder gerönt werden zum Beispiel. Ne? Die sitzen hier. Super. Dann. Wunderschön. Haben wir hier noch unseren Balu. Auch das ist ein... Licht an, ne? Super. Ein Prophylaxezimmer und auch ein Beratungszimmer. Also ich versuche es ganz, ganz häufig so, gerade bei Kindern, bei denen ich weiß, es sagen die Eltern auch vorher, dass sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich gehe nicht gleich ins Behandlungszimmer. Ja. Der erste Termin beginnt ganz häufig in der Cindy, also in der Cinderella. Und dann erst gehen wir ins Behandlungszimmer bei wirklich traumatisierten Kindern, damit sie nicht gleich diesen Behandlungsstuhl sehen. Denn tatsächlich, ja, die sind zwar süß gestaltet, aber trotzdem ist es ein Behandlungsstuhl. Vor allem, wenn sie schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Genau, richtig. Ja. Ja. Und der krasseste Fall, den ich mal hatte, das war eine Patientin, die ist aus Moskau extra eingeflogen. Das war noch in Berlin, als ich da gearbeitet habe. Die ist zu uns gekommen und die hat 4 Stunden gebraucht, bis sie freiwillig den Mund aufgemacht hat. Also es hat wirklich 4 Stunden gedauert. Wir haben Fange gespielt, Verstecken gespielt. Da musst du natürlich auch wahnsinnig geduldig sein, aber das hat sich am Ende so toll gelohnt, dass wir ein Kind, was nur noch geschrien hat beim Arzt, freiwillig den Mund aufgemacht und wir konnten es beim nächsten Termin dann ohne Probleme behandeln. Weil wenn du einmal bewiesen hast, dass nichts passiert, richtig, dann weiß das Kind, okay, ich habe ein positives Referenzerlebnis. Ja. Das funktioniert auch natürlich bei Erwachsenen. Ja. Ne? Bloß beim Kind funktioniert es sogar noch besser. Voll. Weil das Kind noch nicht so viel hat, mit was es abgleichen kann. Richtig. Ne? Und wenn du einmal es schaffst, irgendwie das Vertrauen zu gewinnen und dann nicht mehr verboxt, richtig, genau, dann hast du gewonnen. Ne? So ist es. Und eine Sache, was ich noch mega spannend finde, ist, erzähl doch mal, was es hier mit diesen Deko-Elementen auf sich hat, weil du hast mir gerade eine richtig schöne Geschichte erzählt, was das Zimmerdesign anbelangt. Also wir haben ja damals, als wir die Praxis gebaut haben, gesagt, hey, wir legen erstmal ganz viel Wert auf den Wartebereich und auf den Empfangsbereich. Und wir haben es so gemacht, dass ich jedem meiner Mädels gesagt habe, hey, jedes Mädchen bekommt ein Zimmer, eine Verantwortlichkeit für ein Zimmer und ihr dürft es aktiv gestalten. Und ich habe wirklich wahnsinnig... Jede zahnmedizinische Fachfee, ne? Richtig, genau. jede hat wirklich ganz tolle Ideen gehabt und eine davon war hier eine Bild zu machen von unseren Patienten oder zu sagen, hey, wir machen hier sowas hin. Und das ist total schön, weil ich merke, dass die Mädchen sich wahnsinnig mit der Praxis identifizieren und jedes Zimmer pflegen. Also wirklich, die sind so hinterher, die geben sich so Mühe und sie sehen das nicht als Angestellte, sondern man merkt wirklich, es ist eine Mission. Es ist eine Mission, die wir zusammen hier tragen und die sie mit erfüllen. Und das ist wirklich toll. Eine Märchenmission. Genau so ist es. Super. Dann, ihr Gut. Lieben. Vielleicht ein bisschen was Langweiliges mal zwischendrin, ist mein Büro, das ist sehr langweilig. Da ist mein Hund und da ist mein Mann. Hallo Ola! Oh, hallo. Hallo! Ein Märchenhund! Ein Märchenhund! Hui. Super! Okay, meine Maus, du darfst da rein. Komm Uli, geh rein. Ja, fein. Super, wir sind gleich da. Super, und dann zeige ich euch noch unseren Personalbereich. Der ist noch nicht ganz fertig. Und zwar sieht der hier so aus. Da sitzen auch noch ein paar bekannte Gesichter. Aha, aha, aha. Wir lupen nur einmal rein. Genau, also wir haben hier eine Umkleide, die gerade sehr wild aussieht. Da haben wir die Küche mit ganz tollen Mädels. Und da hinten haben wir unser Personal-WC und die Personaldusche. Ja, also, dass man sich da noch frisch machen kann. Wunder, wunderschöne Praxis. Vielen lieben Dank. Danke, danke. Habt ihr Fragen an Anne? Dann schreibt es in die Kommentare unten. Wünscht ihr euch irgendetwas, das wir gemeinsam tun? Schreibt es in die Kommentare. Und ja, wir haben ja noch eine zweite kleine Folge, die wir drehen. Das war Teil 1 quasi. Dentiland mal ganz nah kennenlernen. Vielen Dank. Anne kennenlernen. Und dann kommt noch ein Teil 2, auf den dürft ihr gespannt sein. Der kommt sicherlich in den nächsten Wochen auf dem Kanal. Und ich wünsche euch eine märchenhafte Zeit. Vielen Dank. Und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Tschüss.